einziger Schatten in Hesters Nachkriegsleben. Nach 1945 wird er in seiner Heimat zur Unperson. 1964 reist er das zweite Mal zu einem Gastspiel in die Niederlande. Im berühmten Amsterdamer Carré soll er bei Sound of Music mitspielen, ausgerechnet in der Rolle des Baron Georg von Trapp, der nach dem Anschluss Österreichs nach Amerika geflohen war. Hesters als Widerstandskämpfer. Für die Niederländer ist das eins zu viel. Mit einem Schlag holen ihn die Jahre 33 bis 45 ein. Nicht Johan Hesters, nicht in die Rolle. Nicht Johannes Hesters, nicht in dieser Rolle. Er hätte Nein sagen sollen. Als Theaterdirektor kann ich schon verstehen, dass ein Schauspieler zu einem solch tollen Rollenangebot Ja sagt, weil er spielen will. Aber in diesem Fall hat er nicht schnell genug verstanden, dass er diese Rolle in den Niederlanden nicht hätte annehmen sollen. Dass er just diese Rolle in Nederland nicht musste annehmen. Das Gastspiel wird zum Fiasko. Hesters reist schwer getroffen ab, weil er nicht verstehen kann, warum die Niederländer ihm seine Karriere in Deutschland übel nehmen. Er selbst ist überzeugt, sich moralisch stets richtig verhalten zu haben. Doch selbst für das Königshaus wird er zur Persona non grata. In Deutschland ist die Vergangenheit kein Problem. So komm ich wieder raus. Der ewig große Junge mit dem unwiderstehlichen Charme. Unser Gast da, nur ich freue mich besonders. Johannes Hesters! Im Fernsehen feiert er weiter große Erfolge. Auch wenn dieses Medium ihm immer fremd bleiben wird. Auch mit über 70 sieht Hesters noch blendend aus und hält sich in Form. In den 70er Jahren spielt er Theater und übernimmt Rollen in Fernsehfilmen. Auf der Leinwand haben längst andere Helden das Kommando übernommen. Männer wie Horst Buchholz. Auch die Operettenwelt wird immer mehr zum Auslaufmodell. Trotzdem hat Hesters nie einen Karriereeinbruch. Es gibt kein Comeback, weil er sich immer wieder neu erfindet. Ich erinnere. 1975 startet er eine weitere große Karriere im Musical Gigi. Wie oft denke ich noch an die Freitag? Montag? Nacht. Ja. Zum letzten Mal küsste ich dich. Und oft habe ich. Das Musical kommt ihm entgegen. Die Verbindung aus Gesang und Schauspiel ist genau das, was ihm liegt. Sie hatten das schönste Kleid. So ging es wie mein Liebchen, sei bereit. Und man singt. Das war Gott, er singt auch. Man merkt keinen Übergang vom Schauspiel auf Sänger. Das ist Musical. Und das hat Ihnen gefallen? Das hat mir gefallen, das habe ich auch. Ich mache es auch so. Poppy, darf ich eine Zigarette rauchen? Ob er sich erinnert? Und wie? 1978 wird er 75 Jahre alt und hat immer noch diesen frischen Charme. Aber das Erlernen der Rollen fällt ihm inzwischen nicht mehr so leicht. Ach ja, ich erinnere mich gut. Ist du's lachendes Glück, das jetzt. Anfang der 80er Jahre zieht sich Hesters zunehmend zurück, um seine an Alzheimer erkrankte Frau zu pflegen. 55 Ehejahre verbindet die beiden am Ende. Wieske ist seine große Liebe, zu der er bis zum Schluss hält. Am 28. Juni 1985 stirbt Wieske Hesters. Er ist damals 81. In den folgenden Jahren kümmern sich die Töchter um den Vater, unterstützen ihn im Haushalt, bis Anfang der 90er Jahre die Schauspielerin Simone Rethel in sein Leben tritt. Die junge Frau hat schon als Teenie für Hesters geschwärmt und plötzlich wird ihr Traum wahr. Am 25. Januar 1992 heiraten die beiden. Simone Rethel ist 43, ihr berühmter Ehemann 88. Tragen durch dich
bin ich so lieb und frei. Mein Mädel, wärst du ganz mein Leben allein. Setz dich bitte hin, Jopi, das ist doch nicht so schlimm. Da, ich hab's. Ich hab so viele Taschen, da findet man's halt nicht. So, ist da. Und so liebt sie auch seine Ungeduld und er ihre gelegentliche Schusseligkeit. Die Anfänge einer großen Liebe, eingefangen in einem Dokumentarfilm von Katrin Bühlig. Ah, das wäre was. Das wäre was. Die Beziehung der beiden ist eng, symbiotisch, bis heute. Simone wird Hesters zweite große Liebe. Das ich schon. Ja, bitte, gemeinsam beginnen sie 1996 Theater zu spielen. In Kurt Flathos Stück Ein gesegnetes Alter. Unfall? Nein, Alter! Da ist Johannes Hesters schon 92 und stark sehbehindert. Seine Rolle lernt er mit Hilfe eines Lesegeräts und jener eisernen Disziplin, die ihn sein Leben lang begleitet hat. Wollte ich Sie fragen, brauchen Sie sonst noch irgendwas? Es geht zu schnell. Ja, das kommt ja noch. Es kommt noch. Wir probieren es nun doch auch schon ein paar Mal. Nee, wir haben es nur einmal gemacht bisher. So ist es. Und noch immer ist er ein ungeduldiger Perfektionist. Stets Grand Seigneur, auch gegenüber der Garderobendame. Aber Schludrigkeit bei der Arbeit bringt ihn noch immer auf die Palme. Doch, ein bisschen breiter im Text, ein bisschen breiter. Es wird alles so blablabla. Darauf kann ich nicht reagieren. Es tut mir leid. Ich sage die Wahrheit. Ich will das nicht verschweigen. Ich muss es sagen. Aber so kann ich. Ich kann allein kein Theater spielen. Das Stück wird ein Erfolg. Hesters spielt es, bis er 97 ist. Und er spielt weiter. Ernstes Theater wie Tschechows Kirschgarten. Im Alter kehrt er noch einmal zurück zu seinen Anfängen. Zur Theaterbühne, zu den Klassikern. Vielleicht eine späte Antwort auf seinen lebenslangen Komplex, nur ein seichter Unterhaltungskünstler zu sein. Während die Töchter als Schauspielerin und Pianistin erfolgreich der Hochkultur verpflichtet sind. Neben der Theaterarbeit gibt der Meister der leichten Muse Solokonzerte, begleitet von seinem Pianisten Uli Kofler. Und er findet sein Publikum. Bis heute. Schöne, kraftvolle, ja. Gell? Der Klang des gespielten Klaviers wird auch wieder erregend wie Set. Die Musik, so scheint es, hält den inzwischen 106-Jährigen am Leben. Mit 104 geht einer seiner größten Wünsche in Erfüllung: die Aussöhnung mit seiner Heimat. Er tritt in seiner Geburtsstadt Amersfoort auf. Eine umstrittene Einladung des dortigen Theaterdirektors. Ich kann es nicht immer jedem recht machen. Ich musste auch mit der Möglichkeit leben, dass es Ärger gibt. Aber als Theaterdirektor muss ich mich das trauen. Sowas muss möglich sein. Gerade das Theater muss auch die Grenzen ausloten können. Der Auftritt sorgt noch einmal für heftige Diskussionen in den Niederlanden. Tagelang berichten die Medien. Vor dem Theater wird protestiert. Die Sicherheitskontrollen sind hoch. Dann aber wird es ein friedlicher Abend. Und Hesters erhält die so lange schmerzlich vermissten Standing Ovations in seiner verlorenen Heimat. Und offensichtlich auch nicht alle Journalisten. Der Moderator einer holländischen TV-Sendung kommt mit 105 Tulpen in Hesters Garderobe, um ihn dann trickreich aufs Glatteis zu locken. Der 105-Jährige ist dem medialen Schlagabtausch nicht mehr gewachsen, drückt sich missverständlich aus und steht wieder als Hitler-Sympathisant da. War das eigentlich ein netter Mann, Adolf Hitler? Adolf Hitler, noch Gott, ich kenne man wenig. Der Kerl, weißt du, das war er. Wie? Ein guter Kerl. Ein guter Kerl? Na, Jopi, was redest du? Was? Das war doch kein guter Kerl, der Hitler. Na ja, das war nicht, aber für mich
war nett. Juppie, Hitler war das größte Verbrecher auf der ganzen Welt. Ja, das weltweit. Da kannst du nicht sagen, wir waren ein feiner Kerl. Was redest du für dumme Sachen? Ich habe zu Juppie dann in meiner Erregung zu ihm gesagt, wie kannst du sowas sagen? Das war doch der größte Verbrecher aller Zeiten. Sagt er, ja, das weiß ich doch, Poppy, aber für mich war er gut. Und meinte, zu mir war er gut, weil das kommt wieder aus dem Holländischen. Voor mij was hij goed. Und das heißt, zu mir war er gut. Jetzt muss ich doch was sehen. Zurück in Deutschland entschuldigt sich Heesters für das peinliche Missverständnis. Noch etwas sagen, Wichtiges. Ich habe vor ein paar Tagen etwas Dummes, etwas Blödes, etwas Fürchterliches gesagt. Und dafür bitte ich euch um Verzeihung. Dem Greisenstar wird schnell vergeben. Denn in Deutschland ist Heesters spätestens seit seinem 100. Geburtstag längst eine Legende. Ein gefeierter Bühnen-Methusalem, dem jedes Jahr ein Ehrenbambi überreicht wird. Er ist der älteste aktive Schauspieler der Welt. Und selbst die Werbung spielt mit der erstaunlichen Agilität des Kreises. Und auch im Kino spielt der 104-Jährige selbstironisch den hochbetagten Frauenhelden. Womit? Er hat behauptet, die Erde sei eine Kugel. Ja, so sieht das aus. Strick oder eiserne Jungfrau? Darf ich die eiserne Jungfrau mal sehen? Bringt Hilde rein. Dann nehme ich lieber dich zurück. Zu spät, mein Urteil ist gesprochen. Außerdem ist das hier kein Wunschkonzert. Der nächste bitte. Es ist Heester selbst, der noch immer ungeduldig nach neuen Rollen sucht. Mittlerweile aber sind die Auftritte beschwerlich. Heesters ist erblindet und braucht deshalb beim Gehen Hilfe. Aber noch immer ist er es, der auf die Bühne drängt, der unermüdlich nach neuen Rollen verlangt. Der nicht aufhören will, auch wenn seine Familie das mit gemischten Gefühlen sieht. Und noch immer zieht er Publikum. Trotzdem raten viele zum Aufhören. Wer war? Im Sommer 2009, mit 105, spielt er den lieben Gott. Im Jedermann von Hofmannsthal. Neben ihm ein junges Mädchen. Der Tod. Dass sie ohne Furcht vor mir schwieriger dahin leben als das Getier. Ist Altsein manchmal schwierig? Wie bitte? Ist alt werden manchmal schwierig? Nein, für mich nicht. Ich fühle mich nicht alt. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre lang leben kann. Dass ich erreichen kann 106, 107. Das wäre schön. Aber ich weiß, das darf man nicht sagen. Man wird es nicht, wenn der Gott dich holt, dann musst du kommen. Aus. Tod. Tod. Ah! Mein starker Mut tritt vor mich hin. Allmächtiger Gott, hier sieh mich stehen. Nach deinem Gesetz werde ich Boten gehen. Ich schwelg noch lang nicht in Erinnerung, denn dazu bin ich Jahrhundert. Ja, Verzeihung, ich bin 105. Haha, ich hab mich geehrt, 105. Denn dazu bin ich Jahrhundert und fünf noch dazu. Und das Lied ist damit aus.